Hallihallo, Hallöchen und Hallo. Willkommen zurück bei Weiberspeck mit Magda und Pauline. Ja, heute haben wir unseren zweiten Queen-Teil. Wir hoffen natürlich, euch hat der erste gefallen. Und heute sprechen wir weiter über die wundervolle Queen und ihre wundervolle Mode und Schmuck. Yes, und heute bin ich dran mit Sprechen. Wie ihr hört, geht es meiner Stimme schon ein bisschen besser. Mimimi! Und wir steigen auch gleich ein, würde ich sagen, damit die Stimme sich's nicht wieder anders überlegen kann. Und zwar hören wir genau da auf, wo Pauline, hören wir genau da auf, tschüss, schön war's. wir fangen genau da an, wo Pauline letztes Mal aufgehört hat. Und zwar bei ihrem nächsten großen Meilenstein, nämlich ihrem 25-jährigen Thronjubiläum in 1977. Ach, die 70er, yes. Und zwar begannen die Feierlichkeiten am 6.6.77, die einige Tage andauerten, und die Queen unternahm auch viele, viele Reisen in die Staaten des Commonwealth, in die unterschiedlichen Staaten, und unter anderem fand in London zum Beispiel auch eine Bootsfahrt statt, der Queen über die Themse von Greenwich nach Lambeth, und die Bootsfahrt, was ich total schön finde, weil ich liebe ja auch Queen Elizabeth I. Diese Bootsfahrt war ihrer Namensvetterin oder Namensgeberin, wenn man so möchte, nachempfunden, Queen Elizabeth I., die das auch schon gemacht hatte, von diesen beiden Punkten zum jeweils anderen zu fahren auf der Themse. Und am 7.6. fanden dann an vielen Orten in Großbritannien Straßenfeste statt. Also es wurde wirklich überall, über jeder und alle Dörfer in ganz Großbritannien feierten diesen Tag. Und allein in London waren es wohl mehr als 1000 kleine Feste und so Festivitäten. Und bei einem so wichtigen und prunkvollen Event dürfen natürlich auch die kritischen Stimmen nicht fehlen. Denn dieses Fest war natürlich auch für die Popkultur sehr prägend. Und zwar kamen hier die Sex Pistols ins Spiel. Über die haben wir ja auch schon in einer Folge geredet, über Vivienne Westwood. Die hatten ja den Song God Save the Queen. Und nur just for context, dieser Song kam zu den Feierlichkeiten raus. Also das hier eine kleine Überschneidung. Ja gut, man will natürlich auch möglichst viel Marketing haben, gell? Ist natürlich PR-technisch das Beste, was du machen kannst. Absolut. Aber wie ihr aus der Folge über Vivienne Westwood schon wisst, ist der Song, ja, zieht natürlich die Monarchie so ein bisschen durch den Quark und ist sehr ironisch gemeint und ja, war tatsächlich aber sehr beliebt bei den Massen. Also, ja, alle haben das irgendwie herauf und runter gehört. Es lief ständig im Radio, also in den ganzen Sendern, die das gespielt durften. Durften ja nicht alle zu der Zeit. Weil es gab ja zu der Zeit auch viele Leute, die eben nicht mehr an der Monarchie festhalten wollten. Und dennoch erreichte der Song nie Platz 1, was daran liegen könnte, dass man an den Platzierungen rumgeschraubt hat, um die Queen nicht zu brüskieren. Also gibt jedenfalls immer wieder einige Leute, die das aus sicherer Quelle angeblich gehört haben wollen. Das glaube ich sofort. Weißt du, warum ich es glaube? Weil ich die erste Person wäre, die daran rumgeschraubt hätte, um die Queen nicht zu verärgern. Ja, also ich kann es mir auch vorstellen. Ich fand es nur so witzig, wie das wird in einigen Quellen beschrieben, dass das der Grund sein könnte. Und es war halt immer so, ja, und man munkelt, bla bla bla. Ich glaube, ich kann das Munkeln bis hier, bis heute hören, aus 1977. Also, ja, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass es wirklich daran lag. Die haben Platz 2 erreicht, die Sex Pistols, aber eben nie Platz 1. Ja, und viele von den kleinen Details, jetzt mal ganz abgesehen von dem Song der Sex Pistols natürlich, können wir übrigens bis heute in London sehen, die zu den Festivitäten geändert wurden zum Beispiel. Und zwar die Tower Bridge, die zu Ehren der Queen zu den Festlichkeiten in Blau und Rot gestrichen wurde oder angemalt wurde. Das ist ja bis heute so. Und der Jubilee Gardens und einige andere Straßen und Ecken wurden auch umbenannt in Jubilee Walkway zum Beispiel oder so. Also das ist auch von diesem 25-jährigen Thronjubiläum entstanden. Und ein Schmuckstück, was sie bei den Feierlichkeiten, die sich ja über mehrere Tage erstreckt haben, mehrmals getragen hat, ist die Williamson Pink Diamond Brosche. Und diese Brosche ist sehr, sehr besonders und deswegen reden wir kurz über dieses wundervolle, sehr seltene Stück. Denn diese Brosche enthält einen pinken Diamanten in der Mitte und ansonsten außenrum ein paar kleinere weiße Diamanten und ist wie eine Blume geformt. Und dieser rosane Diamant in der Mitte ist einer der seltensten
makellosen rosanen Diamanten auf der ganzen Welt. Und das ist natürlich sehr, sehr besonders. Dieser Diamant wurde 1947 in der Williamson-Mine in Tansania entdeckt. Also man weiß auch genau, woher er kommt. Und damals wurde ihr dieser Diamant vom Besitzer der Mine, einem Kanadier, John Thorburn Williamson, zur Hochzeit geschenkt. Und der Diamant hatte damals 54,5 Karat, also ein Riesenklopper. Und ja, später beschloss dann die Queen oder die damals noch Prinzessin, war ja noch gar keine Queen zum Zeitpunkt, dass sie den Diamanten gerne in ein Schmuckstück verarbeiten lassen würde und ließ den Diamanten schleifen. Nach dem Schleifvorgang, und das ist auch der Zustand, in dem er heute noch ist, hatte der Stein 23,6 Karat, was immer noch riesengroß ist. Und sie beschloss, ihn in eine Brosche einarbeiten zu lassen. Und wer sich jetzt noch immer nicht ganz vorstellen kann, wie diese Brosche aussieht, dann denkt einfach mal zurück, jetzt an die Leute, die vielleicht damals schon gelebt haben oder auch die Jüngeren haben bestimmt schon Bilder gesehen von der Hochzeit von Charles und Diana, denn zu dieser Feier hat die Queen genau diese Brosche getragen. Diese Brosche, von deren Stein sie damals zu ihrer eigenen Hochzeit getragen hat, also auch hier wieder ein sehr, sehr sentimentales Schmuckstück und eine sehr, sehr schöne Geste, so einen besonderen Stein zu so einem besonderen Anlass zu tragen. Von einem wichtigen Jubiläum, nämlich dem Silbernen, gehen wir gleich zum Goldenen Thronjubiläum über. Wer jetzt rechnen kann, kann sich ausrechnen, dass es 2002 stattgefunden hat. Und das Jahr 2002 hatte es allerdings für die Queen ganz, ganz bitterlich in sich, muss man wirklich sagen. Also es fand natürlich das Goldene Thronjubiläum statt. Das war ein fröhlicher Anlass, aber bevor dem Jubiläum starben jeweils ganz kurz hintereinander ihre Schwestern, ihre Mutter, also im Februar und im März, was natürlich das Königshaus in tiefe Trauer gestürzt hat. Und dann fing natürlich die Öffentlichkeit sofort an zu spekulieren, ob dann überhaupt irgendwelche Festivitäten stattfinden würden, in welchem Rahmen das Ganze stattfinden würde und so weiter und so fort. Also diese Spekulationen haben sofort angefangen, nachdem das bekannt gegeben wurde. Aber auch hier unternahm die Queen natürlich wieder Reisen durch das gesamte Commonwealth und tatsächlich auch schon am Anfang des Jahres, also relativ kurz nach dem Tod ihrer Schwester, ist die Queen schon losgereist, was natürlich in der Öffentlichkeit auch für viel Bewunderung gesorgt hat, dass man nach so einem Todesfall und natürlich dann auch kurz darauf ihre Mutter so, ja, dem Amt irgendwie dient und durch die ganzen Staaten dann reist, obwohl man eben in so einer großen Trauer ist. Auch hier wurden natürlich wieder festliche Bankette ausgerichtet, es gab wieder Straßenfeste. Also die Festivitäten könnt ihr euch vorstellen, wie ungefähr die zum Silbernen Thronjubiläum times 10. Also es war alles nochmal um einiges pompöser, trotz der Trauer, was ja viele nicht vermutet hätten. Aber das war natürlich ein weiterer sehr, sehr wichtiger Meilenstein im Leben der Queen. Wir springen ein bisschen weiter nach vorne in der Zeit, und zwar ins Jahr 2011. Denn im Jahr 2011 kamen Präsident Obama und seine Frau Michelle zum zweiten Mal zu Gast bei der Queen. Die waren schon mal vorher da gewesen im Jahr 2009 als frisch gebackenes Präsidentenpaar. Aber wir konzentrieren uns heute auf den zweiten Besuch. Besser gesagt auf das Bankett, das ihnen zu Ehren im Buckingham Palace abgehalten wurde. Denn bei diesem Bankett trug die Queen gleich mehrere ihrer Schmuckstücke, die ja bei der Queen auch immer eine Aussage haben oder hatten. Zum einen trug sie gleich zwei Schmuckstücke ihrer Großmutter Queen Victoria. Und zwar zum einen die Pearl Drop Earrings, die Queen Victoria ebenfalls oft und sehr gerne getragen hat, die sie damals von ihrem Mann Prinz Albert geschenkt bekommen hatte. Und vor ihrem Tod hatte Queen Victoria veranlasst, dass die Ohrringe ein Erbstück der Krone werden würden, wodurch alle zukünftigen Monarchen und deren Partner sie tragen dürfen. Also so durfte nun auch die Queen jahrzehntelang dieses Schmuckstück tragen und hat sie auch wirklich sehr oft getan. Genauso war es auch mit einem weiteren Schmuckstück, das sie an diesem Abend trug, nämlich der Golden Jubilee Necklace. Ebenfalls ein Schmuckstück von Queen Victoria, das sie zu ihrem 50. Thronjubiläum geschenkt bekommen hatte. Allerdings gibt es hierzu eine kleine, wie ich finde, auch ganz witzige Geschichte. Und zwar wurde hierzu ein Komitee namens Women's Jubilee Offering gegründet und damit beauftragt, ein Geschenk für die Queen zu finden. Und nach Rücksprache mit der Queen einigte man sich auf eine Statue von Prinz Albert.
die eine Nachbildung einer schottischen Statue werden würde, die man dann im Windsor Great Park aufstellen würde und die Queen jeden Tag dran vorbeilaufen könnte. Und ja, die Queen war happy damit, das Komitee war happy damit. Und so sammelten die Frauen Gelder ein, um das Geschenk zu finanzieren. Allerdings sammelten sie 70.000 Pfund in damaliger Währung. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viel das heute wäre, aber auf jeden Fall viel. Sammelten 70.000 Pfund zu viel ein. Und wäre es nach der Queen gegangen, wären die 70.000 Pfund einfach an eine wohltätige Organisation gespendet worden. Doch es gab einige in dem Komitee, die gerne einen Teil von den 70.000 in ein Schmuckstück zu Ehren der Queen stecken wollten. Und so gab es eine Spaltung im Komitee. Letztendlich einigte man sich aber doch darauf, ihr ein Schmuckstück anfertigen zu lassen. Die Queen segnete das Ganze dann auch ab. Ja, aber das Schmuckstück war jetzt nicht einfach irgendeins, sondern es war natürlich ein besonderes Schmuckstück, was man brauchte, aber es sollte halt diesen Spagat schaffen zwischen angemessen für ein 50-jähriges Thronjubiläum und nicht zu teuer und pompös, denn die Monarchie stand damals schon gerade auch unter Beschuss für ihren Pomp und für die Glorie und für, ja, einfach, dass sie so teuer war, während die Realität der meisten Briten eben genau gegenteilig aussah. Also viele Briten ging es damals nicht so gut und deswegen ja, stand die Monarchie hier so unter Beschuss. Aber von diesen 70.000 Pfund nahm man jetzt 5.000 und beauftragte schließlich nach langem Überlegen den Juwelier Carrington & Co. eine Kette anzufertigen. Und diese Kette wurde aus Diamanten in Gold eingefasst und mit Perlen verziert und als ein multifunktionales Schmuckstück entwickelt. Denn das mittlere sowie 6 der beidseitig drumherum befindlichen Teile kann man aushaken und als Brosche verwenden. You know, reduce, reuse, recycle. Sehr gut gemacht. Und sowohl hier also Queen Victoria als auch Queen Elizabeth haben diese Kette sehr, sehr oft getragen. Unter anderem halt eben bei diesem Parkett. Und ich finde sie auch wunderschön. Also. Und von diesem Event von 2011 kommen wir gleich zum nächsten. 2011 war viel los bei der Queen, denn am 17. Mai 2011 tat Elizabeth das, was seit 100 Jahren kein britischer Monarch mehr getan hatte. Sie landete um 12 Uhr mittags auf irischem Boden. Und genau weil dieser Besuch so bedeutend war für die irisch-britische Politik, Zusammenkunft, Respekt und Freundschaft, schauen wir uns besonders ihren ersten Look mal genauer an, mit dem sie aus dem Flugzeug stieg. Denn schon als sie aus dem Flugzeug ausstieg, sah man ihr grünes Outfit. Sie stieg aus mit diesem grünen Outfit und einem großen, breiten Lächeln auf dem Gesicht. Also sehr süßes Foto von ihr, wie ich finde. Ich mag total Elizabeths Lächeln. Ich finde, sie lächelt so süß. Sie ist einfach so süß. Oh. Genau, und ja, also als sie ausstieg, sah man ihr grünes Outfit schon von Weitem. Aber die Queen trug nicht nur ein Ensemble mit passendem Hut in der irischen Nationalfarbe, sondern natürlich auch Schmuck. Sie trug die Perlenohrringe, die sie oft getragen hat, diese 3-strängige Perlenkette, die sie oft getragen hat, die so in verschiedenen Längen vom Hals runterhängt. Und ein weiteres wichtiges Schmuckstück, und zwar eine Schleifenbrosche. Diese Brosche war eine von 3 Broschen, die nach dem Vorbild von Schleifen aus Bändern gefertigt wurden, mit Diamanten besetzt in 3 verschiedenen Größen. Die Broschen wurden von Queen Victoria als Repliken in Auftrag gegeben, nachdem die Originale ebenfalls ein Set aus 3 Broschen, die ursprünglich Queen Charlotte gehörten, also Victorias Oma, und nach dem Tod von König William IV., wurden diese Broschen zusammen mit anderen Schmuckstücken vom König von Hannover in seinen Besitz eingefordert. You know, Familienstreitigkeiten und so. Und so verkleinerte sich damals Queen Victorias Schmucksammlung um einige geliebte Stücke und eben unter anderem diese Broschen, weswegen sie dann eben nachfertigen ließ. Sie waren ebenfalls ein Erbstück der Krone und Elizabeth trug sie zu einigen Anlässen, die kleinere oft tagsüber und die größeren oft zu gehobeneren Anlässen. Und eines der wichtigsten Ereignisse, zu denen die Queen eine der Broschen getragen hatte, ich glaube, das haben wir vielleicht alle noch so ein bisschen in Augen, war Lady Dianas Beerdigung. Und Diana hatte immer etwas übrig gehabt für Nordirland und die Republik Irlands. Und so wurde die Brosche hier als ein sehr positives Zeichen von den Leuten aufgefasst. Die Queen blieb insgesamt 3 Tage in Irland,
heilte während ihres Besuchs einige alte Wunden und ließ eine neue Freundschaft zwischen Irland und der Krone und vor allem zwischen Irland und Großbritannien entstehen. Also das war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Besuch. Weil wie gesagt, 100 Jahre ist kein britischer Monarch da hingereist. Also das war wirklich rein diplomatisch, aber auch einfach menschlich gesehen so ein wichtiger Besuch. Und deswegen, ja, ist das Outfit hier natürlich sehr wichtig und hat die Queen sehr schön ausgewählt, finde ich, diese Brosche. Das hat sie aber wirklich toll gemacht. Vor allem, weil man ja bedenkt, also wenn man bedenken muss, es war ja nicht nur ganz lange kein Monarch dort, sondern in den letzten Jahrzehnten war ja wirklich eine erbitterte Feindseligkeit zwischen diesen Ländern und wirklich auch gewalttätige Auseinandersetzungen. Und ja, was das dann einfach für ein Zeichen setzt, so ein Besuch. Und dann eben auch, vor allem, sie besucht das Land ja nicht nur, sondern die Tatsache, dass sie die Farben des Landes trägt, das ist ja eine Wertschätzung, die sie dem Land gegenüberbringt. Und das ist einfach ein ganz wichtiges Zeichen. Also, ach, was fragt ihr mich? Ich liebe die Queen ja sowieso. Aber ich finde das einfach wunderbar. Ja. Drei Dinge, die einem wahrscheinlich sofort einfallen, wenn man an die Queen denkt, sind wahrscheinlich Corgis, Schmuck und ihre bunten Kleider und Hüte. Das war aber nicht immer so. Aber die letzten 30, 40 Jahre hat sich dieser Stil so herauskristallisiert. Also wenn man sich Bilder von früher anschaut, dann hat sie das noch nicht so unbedingt gemacht, aber die letzten paar Jahre auf jeden Fall. Und hat sich dadurch auch so ein bisschen zu ihrem Markenzeichen gemausert. Bei dem Entwerfen dieser Kostüme mussten so einige Sachen beachtet werden natürlich. Also erstmal das generelle Hofzeremoniell, dass die Ärmel und die Rocksäume nicht zu kurz waren und so weiter, was da eben so mit reinspielt. Aber auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wurden auch immer mitbedacht. Also der Stoff sollte nicht knittern, das haben wir ja schon einmal in der Folge über Lady Di's Hochzeitskleid erwähnt, weshalb die Queen niemals Leinen getragen hat, by the way. Was für eine Schande, so ein toller Stoff für den Sommer. Es wurden auch immer Gewichte in den Saum eingearbeitet, damit die Röcke nicht vom Winde verweht werden konnten, aber auch damit sich mögliche kleine Fältchen, die von der Autofahrt oder von der Kutschfahrt entstanden sind, wieder schnell aushängen würden. Aber jetzt zur wichtigsten Frage. Warum hat die Queen, die ja eigentlich immer so seriös wirken musste und ja, so eine wichtige Rolle hatte, so eine ernste Rolle, warum hat die Queen immer knallbunt und immer ohne Muster vor allen Dingen getragen? Die Queen war ja in ihren besten Zeiten nur etwa 1,62 Meter groß, also die Dame war ja nicht so riesig angesiedelt, entgegen zu ihrer Position. Und damit selbst die Leute in der letzten Reihe bei Veranstaltungen und Festlichkeiten sie sehen würden, trug sie immer bunte Outfits, also die halt von ihr kennen, mit passendem Hut natürlich dazu. Und so war nämlich eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Die Untertanen waren damit besänftigt, die konnten dann nach Hause gehen und sagen, hey, ich habe die Queen gesehen, so ein kleiner gelber Fleck da hinten am Horizont. Und ein ganz wichtiger Aspekt war natürlich auch, dass die Sicherheitsleute immer im Bilde waren, wo die Queen sich befand. Ja, das war übrigens auch der Grund, warum sie bevorzugt Unifarben getragen hat. Denn durch Muster ist man eben halt schneller aus dem Auge zu verlieren als mit plakativen Unifarben. Und was die Queen ja auch, by the way, zu jedem Outfit trägt, fand ich auch ganz interessant, sind Handschuhe. Das haben wir bei der Lady Di-Folge auch schon mal angesprochen. Das hat nämlich Lady Di nicht gemacht. Die Queen dafür immer. Also sie trägt immer Handschuhe, die sich immer, by the way, nur in schwarz oder weiß befinden. Also sie trägt nur schwarz oder weiße Handschuhe. Und die kommen seit 1947, seit der Hochzeit, immer von dem einen und dem gleichen Haus, nämlich von Cornelia James. Das ist mittlerweile in den Händen der Enkelin, wenn mich nicht alles täuscht, und befindet sich in East Sussex. Und Cornelia James wurde damals mit den Handschuhen für die Hochzeit beauftragt und beliefert seitdem die Königin mit 12 Paar neuen Handschuhen jedes Jahr, seit 1947, fand ich irgendwie super interessant und zeigt auch nochmal so die Verbundenheit der Queen zu, wenn sie mal wirklich eine Company gefunden hat, eine Firma, das ist bei den Schuhen auch ganz ähnlich, by the way, da hat sie auch immer von der gleichen Firma die Schuhe und auch immer ein sehr ähnliches Modell. Und ja, wenn die Queen mal so eine Firma gefunden hatte, dann ist sie dieser Firma auch treu geblieben. Also ja, das fand ich sehr, sehr schön zu sehen, auf jeden Fall.
Aber gehen wir jetzt wieder zurück nach London, denn da fanden 2012 die Olympischen Spiele statt. Oh mein Gott, die besten Olympischen Spiele mit der besten Eröffnung. Leute, ihr werdet, wenn ihr es nicht gesehen habt, was mich wundern würde, weil es einfach Wir packen euch ein Video in die Shownotes. Also auf jeden Fall guckt euch das Video an von der Eröffnung, weil es ist so süß und so witzig gleichzeitig. Also wenn ihr die Queen vorher noch nicht geliebt habt, warum auch immer, schaut euch diese Eröffnung von den Londoner Olympischen Spielen an. Es ist so cool. Ich habe selten sowas Cooles erlebt. London ist einfach cool. Ja, wir gehen jetzt von einem historischen Besuch zu einem denkwürdigen Auftritt. Hat Berlin ja gerade so ein bisschen angeteasert. Und zwar die Eröffnung der politischen Spiele, genau. Die Eröffnung der Olympischen Spiele. Und zwar kam die Queen natürlich zur Eröffnung doch vorbei die Zeiten von Kutschen und Limousinen mit Chauffeur. Die Queen reiste mit dem Heli an, aus dem sie dann mit einem Fallschirm hinuntergeschwebt kam. Oder so ähnlich. Das war natürlich nur ein Gag, der von keinem anderen als Danny Boyle inszeniert wurde. Es wurde vorher eine Videosequenz eingeblendet. Und in dieser Videosequenz holt James Bond die Queen im Buckingham Palace ab. Und die beiden steigen in den Heli zusammen, wo sie nach einem Flug über London über dem Olympiastadion abspringen. Die beiden, die aus dem Helikopter springen, sind natürlich nur Stuntmen. Und ja, ich habe hier ganz bewusst nicht gegendert. Bist du dir sicher? Weil es waren tatsächlich zwei Männer. Hast du es gesehen, ob es nicht wirklich die Queen war? Ich würde sie nämlich zutrauen. Ja, also ich habe ziemlich genau hingeschaut. Die Queen wird anschließend im Stadion angekündigt und erscheint zusammen mit ihrem Mann in einem lachsfarbenen Kleid, das von Angela Kelly, ihrer Stylistin, designt wurde. Es wurde aus Spitze, Seide, Perlen, Federn und so ein paar Emaille-Details hergestellt. Das Kleid hat einen plissierten Rock und ein Plissé-Detail an der linken Schulter. Das Oberteil ist aus Spitze mit Perlenbestickungen und am Ärmel befinden sich die Federn. Von diesem Kleid wurden gleich zwei angefertigt in geheimer Mission, denn der Auftritt der Queen wurde bis zum Schluss geheim gehalten. Nicht mal die Näherinnen im Palast wussten, wofür extra zwei benötigt wurden, zwei von diesen Kleidern. Das zweite Kleid bekam dann schließlich der Stuntman der Queen, angezogen Gary Connery, der damals in voller Queen-Montur, also mit Kleid, Perücke und sogar ein bisschen Make-up, mit dem Fallschirm aus dem Heli sprang. Die Queen soll wohl gleich von der Idee begeistert gewesen sein und bestand sogar darauf, eine kleine Sprechrolle zu übernehmen, denn sie begrüßt Daniel Craig, der hier als James Bond auftritt, mit den Worten, mit den Worten, Good evening, Mr. Bond. Oh, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Oh mein Gott. Ja. Ich meine, wir haben James Bond, wir haben die Queen, wir haben Mr. Bean, wir haben einfach alle dabei bei dieser Eröffnung. Es ist einfach ein Stück Fernsehgeschichte. Ja. Die Queen war wohl zu Lebzeiten ein Bond-Fan, das wusste ich natürlich vorher, klar. Was man halt so weiß. Und wusste natürlich, dass das die einzig wahre Anrede für 007 ist, weil sie selber vorher überlegt haben, sage ich Good Evening Mr. Bond oder Good Evening James und hat sich dann aber für Good Evening Mr. Bond entschieden, was natürlich die absolut 100% korrekte Anrede für 007 ist. Ja. Und ich meine, wenn das nicht der allercoolste Auftritt aller Zeiten eines Monarchen, sondern überhaupt von irgendwem bei irgendwas war. Jemals in der Geschichte. Fressischen Besen. Von diesem einzigartigen, sehr, sehr, very British Entrance zu den Olympischen Spielen gehen wir weiter zu einem weiteren Ehrentag, und zwar dem Platin-Hochzeitstag mit Philly Boy. Und zwar Philly Boy, oh mein Gott. His Majesty. Philip von Battenberg. Mount Philly Boy. Wir wollen es nicht zu deutsch machen. Nee, genau. 2017 begann die Queen zusammen mit ihrem Mann, Philip, ein weiteres Jubiläum, und zwar ihren 70. Hochzeitstag mit Prinz Philip. Sie feierten den besonderen Ehrentag allerdings nur im kleinen Kreis der Familie. Anders als die anderen Jubiläen vorher, die ja immer mit viel Tamtam und Prunk und Aufwand verbunden waren. Allerdings wurde natürlich trotzdem die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen. Und der Palast veröffentlichte das offizielle Jubiläumsporträt der beiden, auf dem die Queen strahlend, auch wieder voll süß, strahlend auf einem Stuhl sitzt. Und Prinz Philip steht neben ihr. Ganz klassisch also. Und die Queen trägt hier zur Feier zwar kein Weiß, aber ein cremefarbenes Kleid,
dass auch Angela Kelly wieder zu ihrem diamantenen Hochzeitstag schon designt hatte und entworfen hatte. Also ein alter Bekannter, nochmal, Reduce, Reuse, Recycle, sogar die Queen macht's, okay. Ich musste voll dran denken an, was ist das für ein Film? You're an Outfit Repeater. Sogar die Queen ist ein Outfit Repeater, okay? Also schämt euch nicht, wenn ihr zweimal im gleichen Outfit zur Arbeit geht. Das ist nachhaltiger, das ist besser für die Umwelt, das ist besser für euer Budget und sogar die Queen macht's, okay? Mhm. Aber auch der Schmuck ist sehr sentimental gewählt. Aber ja, das wichtigste Schmuckteil hier, was sie trägt von dem Ganzen, was sie anhat, ist die Scarab-Brosche von Andrew Grimmer designt, die Prinz Philipp ihr 1966 geschenkt hatte. Oh, sie trägt es einfach auf dem Porträt. Ja, also sehr, sehr sentimental und sehr, sehr bedeutungsschwanger, wenn man so möchte. Also ja, fand ich sehr süß. Ebenfalls 2017 feierte die Queen ein weiteres wichtiges Jubiläum, diesmal aber ein politisches, und zwar das 150-jährige Staatenbündnis mit Kanada. Die Feierlichkeiten wurden in England abgehalten, da die Queen diese lange Reise nicht mehr antreten konnte und sicherlich auch nicht wollte in dem Alter. Natürlich gibt es aber auch hier wieder ein offizielles Porträt, auf dem die Queen wie immer gut angezogen ist, mit einem cremefarbenen Blazer, einem cremefarbenen Kleid mit blauen Blüten drauf und einem Hut im passenden Blau natürlich, wie soll das sein? Sie trägt wieder ihre dreisträngige Perlenkette, ein besonderes Schmuckstück, das ihrer Mutter von König George VI. Vor einem Staatsbesuch in Kanada 1939 geschenkt wurde. Und zwar war das Königspaar damals für eine Tour nach Kanada gereist. Und die Königin bekam eben vorab von ihrem Mann diese silberne Brosche mit Brillant und Baguette geschliffenen Diamanten besetzt in Form eines Ahornblatts, eines Zuckerahornblatts geschenkt, was ja so ein bisschen, ja, ist ja das Symbol für Kanada. Und diese Brosche ist tatsächlich eines der beliebtesten Schmuckstücke. Also das haben sich schon viele, viele Mitglieder des englischen Königshauses auch ausgeliehen für Auftritte und Events oder einfach nur so zu privat zum Tragen. Und die gehört tatsächlich zur privaten Schmucksammlung der Queen. Also wir haben ja schon einige Schmuckstücke heute dabei gehabt, die als Erbstück der Krone fungieren. Also die auch, wenn Queen Elizabeth jetzt nicht mehr lebt, automatisch an Prinz Charles übergegangen sind. Ich wollte gerade sagen, wenn die Queen mal nicht mehr lebt. Haha. In unseren Herzen wird sie immer leben. Aber ja, jetzt wo die Queen nicht mehr lebt, an den Besitz von Charles übergegangen sind, automatisch mit allen anderen Schmuckstücken und eben was zur Krone so dazugehört. 2018 dann feierte die Queen ein Debüt mit ihren damals 91 Jahren, von wegen, ich bin zu alt für was Neues. Also nehmt euch mal, schneidet euch eine Scheibe ab von der Queen mit ihren 91 Jahren damals. Denn sie saß zum ersten Mal im Publikum der Fashion Week. Und dann natürlich auch gleich noch Front Row, wie soll es anders sein? Sie überraschte alle, als sie zu der Show von Richard Quinn erschien. Denn auch mit 91 Jahren war die Queen doch immer wieder für Überraschungen gut. Sie erschien in einem zartblauen Tweed-Kostüm, also ganz klassisch englisch, und kombinierte schwarze Handschuhe und eine schwarze Tasche dazu. Die Queen besuchte natürlich aber nicht ohne Grund Richards Show, denn sie verlieh ihm höchstpersönlich den Queen Elizabeth II Award for British Design, den sie selbst ins Leben gerufen hatte und der seitdem auch einmal im Jahr an einen britischen Designer verliehen wird. Und das ist natürlich A, ein riesengroßer Ritterschlag, die Queen in der Front Row zu haben für einen Designer. Und natürlich der zweite, ich meine offensichtlich ein richtiger Award, den man sich dann auch ins Regal stellen kann, wurde auch noch gleich verliehen. Also das war ein, ja, ich habe leider kein schönes Interview gefunden mit Richard Quinn über diese Begebenheit. Aber wenn ich noch eins finde, packe ich es euch natürlich gerne in die Shownotes. Aber das, ja, fand ich sehr süß, wie sie da... Sie sitzt tatsächlich neben Anna Wintour, von der wir ja jetzt nicht so die allergrößten Fans sind. Aber, um es mal gelinde auszudrücken. Aber nein, also es sieht schon sehr süß aus, wie sie da zwischen den ganzen Fashion-Girlies irgendwie... Die Queen so sitzt mit ihren 91 Jahren in ihrem Tweed-Kostümchen. Ja. Es ist so cool. Ich meine, stell dir mal vor, ich meine, wir haben ja beide Modedesign studiert. Und stell dir mal vor, die Queen würde bei deiner Fashion-Show sitzen. Ich würde einfach sterben. Ich glaube wirklich, ich würde einfach umfallen und es wäre vorbei. Weil ich auch so einen Schock bekommen würde, aber auch auf der anderen Seite, weil was soll das Leben dir danach noch bringen? Also, was soll danach noch kommen? Frage ich dich. Gar nichts. Es kann nicht besser werden. Also wahrscheinlich denken jetzt alle gerade da draußen, die das hören, dass ich einen Schaden habe, aber Gott, das ist doch das Highlight deines Lebens.
Ja, was soll da noch kommen? Geht einfach nicht besser. Ne? Ja. Ist vorbei. Vorbei, dein Leben ist vorbei. Einfach vorbei. Gut, dass das nicht übertrieben ist, aber ich find's echt den Hammer. Und einfach auch den Anblick, die Queen bei einer Fashion Show zu sehen, es ist also, ach, die Frau macht einen so glücklich. Ja, aber apropos, was soll danach noch kommen? Da begingen die Königin und Prinz Philip 2020 ihren 73. Hochzeitstag zusammen. Und es war tatsächlich auch der letzte, kann ich ja schon mal foreshadowen. Und auf dem Bild, das der Palast hierzu veröffentlichte, trug die Queen ein sehr sentimentales und bekanntes Schmuckstück, das sie bereits in den Flitterwochen der beiden damals getragen hatte. Und zwar die Saphir-Chrysanthemen-Brosche. Die Brosche war ihr damals 1946 geschenkt worden, nachdem sie einen Öltanker erfolgreich eingeweiht hatte. Aber durch die Fotos der Flitterwochen wurde die Brosche eben als Honeymoon Brooch bekannt. Und im Laufe der Jahre hat sie die Brosche auch öfter getragen. Also es war jetzt kein Schmuckstück, was nur da vorher herhalten musste, sondern es war wirklich ein sehr beliebtes Schmuckstück in ihrer Kiste. Und der letzte sehr, sehr rührende Auftritt der Brosche fand allerdings in der Weihnachtsansprache 2021 statt. Denn das war das Jahr, in dem Prinz Philip gestorben war und das erste Weihnachten ohne ihn. Und dann kommen wir nämlich hiermit auch gleich schon zur Beerdigung von Prinz Philip, der ja im Alter, der ist ja sehr alt geworden, 99 Jahre. Im Alter von 99 Jahren verstarb Prinz Philip am 9. April 2021. Ja, rate, wer mal wieder heulend da saß an dem Tag. Oh. Und trotz seines hohen Alters, oder vielleicht auch gerade deswegen, waren so viele Leute so fassungslos über seinen Tod. Denn natürlich hat das Königspaar viele Leute eben von klein auf begleitet. Und dass Philip nur nicht mehr da sein sollte, so der Fels der Brandung, war für viele erstmal nicht so richtig greifbar. Aber wie das so ist, gab es natürlich eine Beerdigung für alle, die vom Prinzen Abschied nehmen wollten. Und das tat noch sehr, sehr viele. Also es war ja, April 2021 war ja Corona noch schon sehr präsent. Und trotzdem kamen sehr, sehr viele Leute auf die Straße damals zur Trauerprozession und haben die Straßen gesäumt und haben das mit Sicherheit auch viele am Fernsehen nachverfolgt. Also es haben sehr, sehr viele hier Abschied genommen. Ja, ich hier. Ich habe es auch im Fernsehen geschaut. Ja, zusammen mit der Queen. Nein, die Queen war natürlich vor Ort in London und war Teil der Trauerprozession, in Trauer gekleidet, vor allen Dingen in einem schwarzen Ensemble zu dem Gottesdienst und ja, hatte auch hier wieder eine wunderschöne Brosche anstecken. Und zwar die Queen Mary Richmond Brosche. Ja, die hatte sie auch bei ihren Flitterwochen getragen. Aber auch hier wieder, ja, also auch hier wieder ein sehr sentimentales Schmuckstück, das sie ausgewählt hatte. Und man sah die Queen, als die Beerdigung stattgefunden hat. Also ich habe es nicht komplett gesehen. Ich habe nur Ausschnitte davon gesehen. Aber natürlich, ja, also sie sitzt jetzt nicht weinend da, klar, aber man sieht ihr schon an, dass irgendwie so ein Teil von ihr einfach jetzt fehlt. Also, ja, die Art und Weise, wie sie in die Kirche zum Beispiel reingegangen ist, also sie sah, ich meine, sie war natürlich auch schon selber alt, ging auf die 100 zu, aber... Aber sie sah, finde ich, also ich habe ja die ganze Beerdigung geschaut, selbstverständlich, und ich finde, es war, ich meine, klar, es war auch Corona geschuldet, weil sie halt komplett alleine da saß. Obwohl ich auch meine gelesen zu haben, dass es auch am Protokoll lag, dass sie nicht neben ihren Kindern saß. Aber sie saß ja wirklich komplett alleine da. Und das hat diesen traurigen Anblick natürlich nochmal verstärkt. Weißt du, die Queen alleine, alt, wie sie da sitzt, es war einfach nur furchtbar. Aber ich muss auch wirklich sagen, an dem Tag, als sie in die Kirche reingekommen ist, sie sah mit einem Schlag irgendwie älter aus. Also als ob sie wirklich plötzlich kleiner und älter wäre. Es war ganz komisch. Und das hat das... Ich meine, es war eh schon traurig, dass er tot war. Und ich bin traurig, wenn die Queen traurig ist. Das verkraft ich ja eh nicht. Aber irgendwie dieser Anblick, das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Also es war wirklich ganz tragisch. Aber ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Also das hat meine Oma auch gesagt, als mein Opa gestorben ist. Also ich habe es nicht so empfunden. Aber sie hat gemeint, sie hat sich auf einen Schlag plötzlich einen Kopf kleiner gefühlt und 10 Jahre gealtert. Ja, ich habe das bei meinem Opa auch, als meine Oma gestorben ist. Also, ja, war mein Opa da Mitte 80. Und auf einen Schlag, also, ja, sieht immer noch nicht aus wie Ende 80 mittlerweile. Aber man hat es ihm auf jeden Fall an, also es macht ja auch was
mit deinem Gesicht klar. Das macht was mit deiner Psyche. Also er hat unheimlich zum Beispiel abgenommen und das, also ich meine, da kann ich jetzt nicht für die Queen sprechen, aber das ist ja so in der Regel, ja, dass man es schon den Leuten auch ansieht und man hat es auch der Queen angesehen, finde ich. Also sie hat sehr gefasst gewirkt natürlich, klar, aber man hat ihr schon angesehen, dass es hinter der Fassade ganz, ganz anders aussieht. Ja, ich meine, guck mal, wenn du über 70 Jahre mit jemandem verbringst und ganz egal, weißt du, weil es ja immer so Geschichten gibt, dass er dauernd fremdgegangen sein soll und was auch immer, geschenkt, das geht, finde ich, uns alle gar nichts an. Wir sollten darüber gar nicht reden, das ist deren Ehe, nicht unsere Ehe, es geht uns nichts an. Das habe ich ja auch schon bei der Kennedy-Folge gesagt, weißt du noch? Da habe ich doch auch gesagt, dass das ist irgendwie was Privates. Also ich rede doch nicht über die Treue oder Untreue von anderen Leuten. Das geht mich doch gar nichts an. Und von daher, das interessiert mich nicht, geht mich nichts an. Aber ich glaube, egal wie es wirklich war, hat sie ihn ja sehr geliebt. Also egal, was gelaufen ist, sie hat ihn sehr geliebt. Und wenn du 70 Jahre, über 70 Jahre mit jemand verbringst, also eigentlich dein ganzes Leben mit jemand verbringst, und sie kannte ihn ja schon total früh. Also sie hat sich ja mit 13 schon in ihn verliebt. Stell dir vor, du verliebst dich in jemanden mit 13. Der Mann ist ja dein ganzes Leben. Der hat dich dein Leben lang begleitet. Und wenn der dann nicht mehr da ist, da ist ja wirklich die Hälfte deines Lebens einfach weg. Das ist richtig tragisch. Also, boah. Gut, dass ich nicht in der Öffentlichkeit weine, weil sonst würde ich jetzt schon wieder weinen. Ja. Nee, also das war wirklich sehr ergreifend, sie so zu sehen. Und 2022 feierte die Queen dann ihr letztes großes Hurra, ihr letztes großes Jubiläum. Und das war tatsächlich ein sehr, sehr, sehr besonderes Jubiläum, denn es war das Platin-Jubiläum der Queen. 70 Jahre auf dem Thron, diese Zeitenspanne kann man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es hatte auch vor ihr bis dahin noch kein einziger Monarch geschafft. Und die Thronbesteigung war ja eigentlich im Februar, aber weil im Februar halt noch so kalt ist und nicht so schönes Wetter, wurden die Feierlichkeiten auf den Juni verlegt. Und ja, letztes Jahr im Juni stiegen dann auch zu Ehren der Queen in ganz Großbritannien und im Commonwealth feiern. Die einzelnen Staaten des Commonwealths bereiste die Queen aufgrund ihres hohen Alters natürlich nicht mehr. Also klar, kann ja auch keiner verlangen, mit 95 noch ins Flugzeug zu steigen und ein Jahr durchs Commonwealth zu touren. Aber sie ließ ein sehr, sehr schönes Statement verfassen, das auf dem Instagram-Kanal der Royals gepostet wurde. Und in diesem Statement heißt es, Zitat, ich weiß, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden. Und später in einem Statement heißt es weiter, ich bin weiterhin inspiriert von dem mir entgegengebrachten Wohlwollen und hoffe, dass die kommenden Tage die Gelegenheit bieten werden, uns all dessen zu besinnen, was die letzten 70 Jahre erreicht wurde, während wir voller Zuversicht und Enthusiasmus in die Zukunft blicken. Zitat Ende. Und ich fand es ein so, so schönes Zitat, weil darüber werden Pauline und ich gleich noch sicherlich ein bisschen reden, dass die Queen einfach so viele Leute für so lange Jahre begleitet hat. Und ja, dass sie einfach, also wenn man sich mal anschaut, sie ist ja in den 50ern auf den Thron gekommen, also das war noch eine komplett andere Zeit und sie hat einfach immer wieder, also nicht nur sie, sondern das ganze, ja, die ganze Monarchie unter ihrem Oberhaupt natürlich, hat es immer wieder geschafft, über diese 70 Jahre am Ball zu bleiben und hat, ja, wie viele Krisen die Frau auch gemeistert hat. Aber dazu kommen wir natürlich gleich später nochmal, jetzt erstmal ein bisschen weiter. Noch zu dem Platin-Jubiläum, nämlich auf dem Porträt zu diesem Anlass, was zu diesem Anlass veröffentlicht wurde, sieht man die Queen in einem zartblauen Mantel mit einer super schön verzierten Leiste vorne, so eine Zierleiste, und sie trägt wieder ihre zweisträngige Perlenkette, die passenden Ohrringe dazu, das hat sie ja sehr, sehr oft getragen, und an ihrem Handgelenk trägt sie eine goldene klassische Uhr und ihren Verlobungsring, den hat ja Pauline in der letzten Folge schon besprochen, und sie trägt auf dem Bild, was mich erst ein bisschen stutzig gemacht hat, keine Brosche, was ja für die Queen eher ungewöhnlich ist, und ich konnte auch dazu keinen besonderen Grund finden, warum sie jetzt keine Brosche getragen hat, außer dass sich die Queen vielleicht, wie ja auch in ihrem Statement klar wird, was ich ja gerade ein bisschen vorgelesen habe, auf das Wesentliche konzentrieren wollte. Und das könnte natürlich auch der Grund sein, warum sie im Vergleich zu dem unglaublichen Arsenal, was die Queen an Schmuckstücken zur Verfügung hatte, genau diese Schmuckstücke ausgewählt hat. Also wenn man sich die Kette ist ja sehr, sehr simpel, sage ich mal, die Ohrringe, simpel. Die Uhr ist auch eine ganz einfache goldene Uhr, die mit so
ich weiß gar nicht, nennt man das dann Kettenglieder um die Uhr, ich weiß es nicht so genau, aber die mit so ganz einem ganz einfachen Gliederarmband um ihr Handgelenk ist und natürlich der Verlobungsring, der, by the way, kurzes Fettnäpfchen-Alarm, aber da habe ich Pauline gefragt, was das für ein Ring ist, weil mir der normalerweise gar nicht so sehr auffällt und der ist aber auf dem Bild, das ist total komisch, weil der ist auf dem Bild so schön in Szene gesetzt, also sie hat die Hände halt genau so, dass man, wenn man auf das Bild guckt, guckt man als allererstes natürlich in ihr Gesicht und das direkt das nächste, was mir auf dem Bild aufgefallen ist, war der Verlobungsring. Also sehr, sehr einfach gehalten, der Schmuck hier. Die Zierleiste, wie gesagt, dafür wunderschön. Das kann natürlich auch ein Grund sein, dass man das nicht überlagern wollte oder so. Aber also sie ist auf dem Bild schmucktechnisch und auch outfittechnisch. Also es ist ja keine Knallfarbe, was sie da trägt. Das ist ein wunderschönes, zartes, fast schon Babyblau, kann man sagen, was sie da anhat. Und das ist natürlich sehr zurückgenommen und sehr bedacht gewählt mit Sicherheit. Und lässt sie irgendwie ganz anders wirken als zum Beispiel auf dem Porträt zum silbernen Jubiläum. Also das haben wir vorhin auch schon so ein bisschen besprochen. Da trägt sie ja noch diesen Nerzmantel und so. Und ja, wenn man sich, gerade wenn man sich diese zwei Bilder nebeneinander ansieht, also das erste wichtige Thronjubiläum mit 25 Jahren auf dem Thron und dann ihr letztes mit 70 Jahren auf dem Thron, das ist ein komplett anderer Vibe, den man bekommt. Also immer noch die gleiche Autorität natürlich, aber ein komplett anderer Vibe, der darüber kommt. Und ich finde es total schön anzusehen. Also sehr, sehr ruhig, sehr zurückgenommen, sehr, sehr down to earth. Und man sieht auch im Hintergrund, dass es auf dem Windsor Castle gemacht wurde, denn man sieht den Turm im Hintergrund. Also ja, bei ihr zu Hause fand ich auch ganz süß, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt. Wie gesagt, bei dem 25-jährigen Jubiläum ist sie so richtig Pomp und Glorie und bei dem 70-jährigen Jubiläum hat man das Gefühl, man wurde so zu ihr nach Hause eingeladen und sie sitzt einfach da und erzählt einem was über ihre 70-jährige Regentschaft und ja, dass sie voller Zuversicht und Enthusiasmus in die Zukunft blicken will, zusammen mit ihren Untertanen. Aus dem Statement jetzt rausgenommen, was sie damit veröffentlicht wurde, fand ich sehr, sehr schön. Ich habe ja gerade schon gesagt, sie selber war ja auch nicht mehr die Jüngste. Sie ging auch mit starken Schritten auf die 100 zu. Und so kam es dann, dass auch am 8. September 2022 die Queen verstarb, was um 18.30 Uhr damals der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurde. Und auch hier, also ich glaube, es gibt so ein paar Ereignisse, wie zum Beispiel der große Tsunami in Sri Lanka damals oder so. Ich glaube, da weiß jeder, was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat, als es publik wurde oder in den Nachrichten kam. Und ich glaube auch hier, also es gibt wirklich sicherlich viele Leute, die dir genau sagen können, was sie am 8. September um 18.30 Uhr gemacht haben letztes Jahr, als das bekannt gegeben wurde. Auch hier, trotz ihres hohen Alters, waren viele Leute darüber bestürzt und traurig und ja, so ein bisschen erschüttert, weil auch hier natürlich viele Leute das Gefühl hatten, dass so ein bisschen der Fels in der Brandung weg ist. Ja, total. Und ich habe hier auch ein Interview mit Mick Jagger tatsächlich gesehen, in dem er seinen Respekt für die Queen ausdrückt und sich eben auch an sein Leben zurückerinnert mit der Queen, dass er praktisch mit der Queen aufgewachsen ist und ja im Grunde nur sie als Oberhaupt des Palastes kennt und dass mit ihrem Tod eben auch so eine riesengroße, wirklich auch sehr, sehr lange Ära zu Ende geht. Ja, ich glaube, das war ja Mick Jagger, gell, der gesagt hat, als er ein Kind war, hat er die Queen im Fernsehen gesehen, wie sie geheiratet hat oder wie sie gekrönt wurde und all diese Dinge. Und über die Jahre hinweg hast du sie bei allen wichtigen Meilensteinen deines Lebens irgendwie dabei gehabt und hast ihre Meilensteine mit ihr gefeiert. Und egal, weißt du, uns ist ja bewusst, das will ich jetzt noch mal kurz für die Leute da draußen sagen, du weißt es ja, uns ist bewusst, dass man Monarchien durchaus kritisch sehen muss, vor allem die britische Monarchie. Definitiv tun wir auch. Also die Institution der Monarchie sehen wir kritisch. Keine Frage. Definitiv. Aber die Queen, also Queen Elizabeth II. Als Person ist einfach wirklich was ganz Besonderes. Und sie war einfach wirklich so der Fels in der Brandung. Für so viele Jahrzehnte. Und ich meine, das ging mir ja genauso. Vom Verstand her weiß man, die Frau ist alt, sie ist nur ein Mensch, sie muss auch irgendwann gehen. Das weiß man, aber trotzdem hat man so das Gefühl, die Queen ist immer da. Die war schon immer da, die ist für immer da. Und die Vorstellung, dass sie irgendwie nicht mehr da sein könnte, das war für mich total unvorstellbar. Gerade auch natürlich, sie so zu sehen. Ich meine, man wusste, sie ist weit über 90. Und aber sie konnte ja noch laufen, sie war noch fit im Kopf und total. Ich glaube, diese Tatsache hat einen irgendwie immer so ein bisschen abgelenkt von dem Fakt, dass sie halt schon so alt war und dass es
Ja, aber ihre Mutter wurde ja noch älter, weißt du, was ich meine? Ja, Also also die wurde noch älter und ich, also alleine zu sagen, es kann halt jeden Tag vorbei sein in dem Alter, aber das hat man ja gar nicht so sehr auf dem Schirm, wenn die Leute noch so fit und mobil sind und Dinge immer noch irgendwie angehen mit ihrem hohen Alter. aber ich glaube, es ist halt wirklich, dass manche Menschen sowas ausstrahlen. Also das habe ich ja beim letzten Mal auch zum Beispiel gesagt bei meinem Opa. Der war auch alt und mir war klar, irgendwann wird er wahrscheinlich nicht mehr da sein. Aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Also ich konnte wirklich, das ist, also wirklich, das meine ich ernst. Es gab keine Gehirnzelle in meinem Gehirn, die sich vorstellen konnte, also wirklich tatsächlich vorstellen konnte, dass dieser wunderbare Mensch eines Tages nicht mehr da sein würde. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich war überzeugt, auf irgendeine wundersame Art und Weise wird er uns alle überleben, weil er einfach der tollste Mann dieser Erde war. Und so war das irgendwie für mich auch ein bisschen bei der Queen, dass ich dachte, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, aber die wird uns alle überleben. Und die Vorstellung, dass sie dann wirklich nicht mehr da war, boah. Ja. Nee, so ging es mir auch mit meiner Uroma. Also meine Uroma, also meine Urgroßeltern waren beide noch sehr lange da. Meine Uroma wurde 100 Jahre alt. Und den 100. Geburtstag haben wir auch noch groß gefeiert. Also da war sie auch noch fit. Sie konnte nicht mehr gut selber aufstehen, klar. Also da war sie körperlich noch ein bisschen angeschlagener, vielleicht als die Queen. Aber ja, also das war auch total komisch dann zu wissen, sie ist nicht mehr da, weil man, ich bin. Wann ist sie gestorben? Keine Ahnung. Ich bin 26 Jahre, 25 Jahre davon ausgegangen, dass sie einfach immer da sein wird. Weil sie halt auch immer da war. Wenn man zu meiner Oma kam, saß sie in meinem Ja. Sessel. Du kennst ja gar kein Leben vorher. Nee, genau. Also, ja. Und das finde ich auch, also ich finde gerade deswegen die Queen, also Queen Elizabeth halt eben so beeindruckend. Also ich selber bin jetzt auch nicht der größte Fan von Monarchie, kann ich ja jetzt ehrlich zugeben. Aber ich finde Queen Elizabeth schon auch sehr beeindruckend, weil sie es schon auch als Monarchin geschafft hat, nicht immer so krampfhaft an so alten Idealen festzuhalten. Sie hat schon sehr früh sehr wohl gemerkt, glaube ich, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Und um die Monarchie mitzunehmen in diese neue Zeit, muss die Monarchie sich anpassen oder die Art und Weise, wie man die Monarchie nach außen hin vertritt. Und ja, deswegen, also die Queen erinnert mich immer so ein bisschen an meine Oma, weil also die Queen hat ja damals Automechanikerin gelernt und war eine sehr, so sehr hands-on irgendwie, wenn es immer um irgendwelche Sachen ging zu erledigen. Und meine Oma war genauso, die war die erste Frau im Ort, die bei uns Auto fahren konnte. Also die war auch immer so ein Macher und so ein Anpacker und Ja, meine Oma auch. ja, hat immer irgendwie nach vorne gedacht und nicht nach hinten. Also natürlich ist es ja leicht, sich darauf auszuruhen, was die Monarchie geschafft hat und oder halt was die Monarchie bedeutet und zu gucken und ja, und guck mal, die haben das damals so und so gemacht und bla und tralala. Aber das war, habe ich ja schon so ein bisschen vorhin angedeutet, damals bei Queen Victoria schon ein Problem, warum man eben nicht so ein prunkvolles Geschenk machen wollte, weil den Leuten ja damals schon sehr wohl bewusst war, dass die Monarchie eben immer wieder unter Beschuss steht, genau für diesen Prunk und für diese, ja, für das Geld, was sie auch halt kostet, natürlich klar, weil das zahlt ja letztendlich der Steuerzahler. Und Queen Elizabeth war sich der Tatsache sehr, sehr bewusst, dass es viele Gegner gibt, der Monarchie und auch von ihr dementsprechend. Aber ich finde, sie hat es immer mit Würde gemeistert und alles mit Würde getragen, was man ihr irgendwie auferlegt hat. Also dieses Frühkönigin zu werden und auch das Land durch so viele Krisen zu begleiten. Also ich meine, die Frau saß wie viele Jahre auf dem Thron? Über 60. Überlegt mal, was man in einem Leben mit über 60 Jahren alles erlebt. Und jetzt denkt mal, was man als Monarchin in über 60 Jahren alles für an Krisen dann auf einer staatlichen Ebene meistern muss. Nicht mal im Privaten, sondern privat und staatlich. Also das alles unter einen Hut zu bringen. Also ich finde das ja schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Obwohl ich der Fairness halber natürlich dazu sagen muss, dass die Queen schon jemand war, ja, sie hat schon auch vorwärts gedacht, aber in manchen Momenten war sie doch sehr steif und hat nicht gemerkt, dass ihr Volk eigentlich was anderes will und was anderes braucht. Und da war es Prinz Philipp, der das immer wieder moderner gemacht hat, nach vorne getrieben hat. Also er war ja zum Beispiel auch total dafür, die Krönung live zu übertragen. Und solche Dinge. Also das war immer Prinz Philipp, der da ein bisschen die Fäden gezogen hat, damit eben alles ein bisschen moderner und cooler wird. Aber da sieht man auch, was die beiden für ein tolles Team waren. Ach, ich liebe die beiden sowieso. Ich glaube aber, dass es genau auch das ist, was wir gerade gesagt haben, dass das einer der großen Gründe ist, warum Königshäuser so beliebt sind und warum auch die britischen Royals so beliebt sind, weil all diese Dinge, weißt du, diese Schicksalsschläge, dass ihr Vater so früh gestorben ist und so weiter und so fort, also diese. Das sind ja Dinge, die wir alle erleben müssen. Als sie ihren Mann verloren hat, weißt du, wie viele Frauen ihre Ehemänner im hohen Alter verlieren? Das sind Dinge, die ganz viele Menschen
auch erleben und fühlen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir solche Sachen lieben und solche Familien lieben, weil die Gefühle irgendwie darstellen oder Dinge darstellen, die wir alle in unserem Leben haben und uns total gut identifizieren können und mitfühlen können. Ich glaube, das macht echt einen großen Anteil draus. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass solche Dinge öffentlich gezeigt werden. Also zum Beispiel die Beerdigung von Prinz Philipp, dass es öffentlich gezeigt wird, ist ja ganz wichtig, damit wir mitfühlen können. Ja, das stimmt. Und das tun wir, also ich zumindest. Alter, ich heule ja bei allem. Ich heule schon, wenn ich drüber lese. Ich habe gerade eben schon wieder fast geweint, als du gesagt hast, dass sie gestorben ist. Boah, ich bin zu emotional für so Sachen. Mich trifft es. Aber wahrscheinlich, weil sie mich ein bisschen an meine Oma erinnert und irgendwie... Oh, und ihr Vater erinnert mich an meinen Opa, das ist alles zu viel für mich. Oh Gott, bin ich froh, wenn wir wieder über andere Themen sprechen, die ja. Ich glaube, so viel wie bei der Recherche Pauline geweint hat, hat noch nie jemand in 2 Wochen geweint. Es war, also ich kam mir manchmal schon fast ein bisschen peinlich vor, aber zum Beispiel diese Aquamarin-Brosche, von der ich euch vor ein paar Tagen erzählt habe, die sie von ihrem Vater geschenkt bekommen hat. Die Tatsache, dass sie im hohen Alter da sitzt und über das Ende des Weltkrieges spricht und diese Broschen trägt, im Gedenken an ihren Vater, der das Kriegsende damals verkündet hat, ich war in Tränen aufgelöst, sonst wo. Ich meine, das ist alles so berührend. Mhm. Und für mich ist auch einfach die Tatsache, sie hat ja Magda vorhin erzählt, ihre Schwester ist sehr spät. Also als sie ihre Schwester verloren hat, war sie ja sehr traurig. Und das ist auch so ein Bild, das werde ich in meinem Leben nicht mehr aus meinem Kopf bekommen, weil, denkt mal nach, habt ihr die Queen mal weinen sehen? Nein, weil sie öffentlich nicht weint, weil sich das nicht gehört. Das wird sie nie tun. Aber bei der Beerdigung ihrer Schwester hat sie ja wirklich Tränen aus den Augen wischen müssen. Und du musst dir mal vorstellen, ich meine, sie hat ja ihre Schwester sehr geliebt. Die beiden hatten ja auch eine sehr intensive Beziehung, über die man auch schon wieder Folgen füllen könnte. Ich sag nur Peter Townsend. Aber, weißt du, wenn ich mir vorstelle, so sehr kann sie sich beherrschen, all die Jahrzehnte, dass sie nie weint. Und wenn ich mir vorstelle, wie traurig sie gewesen sein muss, dass da überhaupt Tränen aus ihr rausgekommen sind. Verstehst du, was ich meine? Wie schlimm muss diese Traurigkeit in ihr gewesen sein, dass sie es nicht mehr zurückhalten konnte? Boah, da kann... Oh! Und dann stirbt ihre Mutter und weißt du, dann ist ja niemand mehr ihrer Ursprungsfamilie da. Das stelle ich mir... Aber auch da wieder, man kann sich halt identifizieren, also weil das auch was ist, geht wahrscheinlich vielen Menschen in unserem Alter so, dass man langsam beginnt zu begreifen, deine Eltern sind irgendwann nicht mehr da, deine Großeltern sind irgendwann nicht mehr da. Und ich stelle mir das sehr leer vor, dass die Welt dann sehr, sehr leer ist. Und deshalb hat mich das auch wieder zu Tränen gerührt, als sie gestorben ist, dass sie dann zu ihrer Familie wieder zurückgekehrt ist. Also dass ihr Sarg ja zu den Särgen ihrer Familie gekommen ist, dass jetzt alle wieder beisammen sind. Boah. Ja. Boah. Redst du lieber schnell wieder über Mode, ich fange schon wieder an. Wo sind meine Taschentücher? Ja, das war's auch schon mit der Folge. Aber natürlich, bevor wir gehen, könnt ihr wie immer gerne auf Instagram vorbeigucken. Da posten wir euch nämlich wieder so einiges an Bildmaterial, was diese Folge betrifft. Und ihr dürft auch gerne bei Trommelwirbel TikTok und YouTube vorbeigucken. Ja, habt ihr richtig gehört. Da sind wir nämlich jetzt auch unterwegs. Und im Anschluss, also jetzt gleich, verraten wir euch natürlich unsere Favorite Facts noch, würde ich sagen. Die fehlen nämlich noch. Wir hatten ja letzte Folge keine, weil es eine Zwei-Folgen-Thema war. Aber heute ist es soweit. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich fange gerne an. Also, mein Favorite Fact ist kurz, aber oho. Und zwar, ich habe ja schon einige Male jetzt in der Folge angesprochen, dass immer wieder heiß über den Wert und über den Mehrwert vor allen Dingen der Monarchie, besonders in Großbritannien, diskutiert wird und was für horrende Kosten die Royals die Staatskasse kosten. Aber auf jeden einzelnen Briten runtergerechnet, das habe ich nämlich mal gemacht, diese Rechnung, ist es sogar weniger als ein Netflix-Abo. There you go. Die Royals kosten die Staatskasse im Jahr laut einer Studie etwa 292 Millionen Pfund, was bei einer Population in Großbritannien von rund 67 Millionen im Jahr 2021 etwa 4,50 Pfund ausmacht. Das ist weniger als die Kirchensteuer, weniger als ein Starbucks-Drink und definitiv weniger als ein Netflix-Abo. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Ich fand es nur ganz interessant, weil klar, das hört sich immer mega viel an erstmal. Aber ja, 4,50 Mark kostet es. Aber ich, was ich da auch noch kurz dazu sagen will, weil das oft so gesagt wird, ah, die Kosten, die Steuerzahler, bla bla bla. Aber man muss es auch echt mal von der anderen Seite aus sehen. Und wie gesagt, ich sehe Monarchien kritisch, ja, ich weiß. Aber
Großbritannien verdient ja durch die Royals auch unglaublich viel. Die sind ja ein unglaublicher Touristenmagnet und das darf man halt echt auch nicht vergessen. Weil das oft immer nur so kritisch gesehen wird, aber super viele Leute kommen ja nach England, um die Royals zu sehen, um die Paläste zu sehen und dies und das. Also von daher, ja, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall. Aber was denn dein Favorite Fact? Also ich habe gelesen, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich mir immer denke, wer erzählt solche Sachen? Aber bei Prinz Philipps Beerdigung soll sie in ihrer Handtasche ein Stofftaschentuch gehabt haben von Prinz Philipp, weil er hatte ja immer so Einstecktücher. Und eines dieser Tücher soll sie bei sich getragen haben als Erinnerung an ihn in ihrer Handtasche. Was ich sehr berührend fand. Obwohl ich halt, wie gesagt, immer denke, wer erzählt denn solche Dinge? Wer weiß denn schon, was in ihrer Handtasche ist? Keine Ahnung. Weil, das muss man ja auch dazu sagen, wenn man Dinge über die Queen erzählt, es gab nämlich mal einen Schuhmacher oder einen Leiter eines Schuhgeschäfts, der auf einem Business-Trip in New York ausgeplaudert hat, was die Queen für eine Schuhgröße hat und dann aus dem Amt entlassen wurde. Also, weil natürlich solche Informationen, es hört sich immer so Pillepalle an, aber es ist natürlich schon irgendwie, also, schon irgendwie Geheimnis, ne? Also, ja, es ist ganz seltsam. Aber wir haben ja, also, weil eigentlich hatte ich überlegt, wieder so Party-Facts aufzuschreiben, aber wir haben einige schon gebracht bei der Special-Folge. Mhm. Und ich wusste dann nicht mehr, was wir da schon gesagt haben. Oder? Also da findet ihr nochmal ganz viele Party-Facts über sie. Weil es gibt ja viel, zum Beispiel, dass sie unglaublich viel gereist ist, aber keinen Pass hat, dass sie ihr Leben lang Auto gefahren ist. Sie hat ja Autofahren sehr geliebt, aber keinen Führerschein hat. Ich wollte gerade sagen, man muss nämlich als britischer Royal keinen Führerschein haben, um Auto zu fahren. Ja, also das sind lauter so witzige Fakten. Oder weißt du noch, bei der Special-Folge haben wir doch, glaube ich, auch versucht auszurechnen, wie viel Corgis sie in ihrem Leben hatte. Ja. Weil ich meine ja gehört zu haben, es waren ungefähr 30. Aber da haben wir noch gesagt, es kam uns so wenig vor. Aber unsere mathematischen Kenntnisse haben dann bewiesen, es müssten ungefähr 30 sein. Und auf unsere Mathekenntnisse kann man sich immer verlassen. Absolut verlassen, ja. Ja, da würde ich sagen, das war's für heute. Das war's mit der Queen. Ich glaube, dass nächste Woche keine Folge rauskommt. Nein, nächste Woche kommt keine Folge raus. In der Woche danach kommt aber wieder eine Folge raus. Und in der Zwischenzeit könnt ihr gerne auf TikTok und YouTube vorbeischauen. Hauptsächlich, glaube ich, zurzeit TikTok. Ich verspreche euch aber, dass in den nächsten Wochen, ich nenne noch keinen Zeitrahmen, einiges noch über die Queen rauskommen wird. Aber wie gesagt, wir sind momentan etwas im Stress, deshalb kann es noch ein bisschen dauern. Ja, weil wenn ihr das heute hört, ist ja Freitag und morgen am Samstag sind wir in München eingeladen. Ich weiß nicht, gibt's eigentlich noch Karten? Wir können euch den Ticketlink ja gerne mal, wenn ihr spontan Zeit habt, in die Folgenbeschreibung packen. Da sind wir bei Bruder eingeladen zu einem Panel-Talk. Ich wusste vorher auch nicht, was es ist. Ich musste auch erst mal googeln. Aber da sind wir natürlich schon ein bisschen aufgeregt und müssen uns darauf vorbereiten. Und dann stehen noch einige andere tolle, wunderbare Dinge an für Weiberspeck in diesem Jahr. Also, ja, wenn irgendwann mal keine Folge rauskommen sollte, macht euch keine Sorgen. Uns geht's gut, aber wir haben wahrscheinlich noch ein paar andere Eisen im Feuer. Oh ja, denn wir haben gerade noch ein paar Ideen, die wir verwirklichen wollen. Aber ich denke, dass rund um Charles' Krönung, dass da dann einiges auf YouTube landen wird über Queen Elizabeth. Also nicht über Charles, über... Ja, wir wollen jetzt hier nicht schlecht über andere Leute reden, aber ich glaube, meine Mutter würde mich enterben, wenn ich anfangen würde, über King Charles. die kriegt ja schon die Krise, wenn sie irgendwo hört, König Charles, dann ist sie schon, ach, dass man so jemanden zum König machen darf, kriegt ja schon die Krise. Ja, was ja das Problem mit Monarchie ist. Ich meine, hallo, nur weil man geboren ist, als Sohn oder Tochter von, keine Ahnung wem, ist man nicht unbedingt in der Lage, einen Staat zu leiten. Aber naja. Ich glaube aber, dass ihr Problem eher Camilla ist. Obwohl, ich weiß nicht, mit wem sie mehr Probleme hat. Wahrscheinlich mit beiden gleichzeitig. Aber auch da, ich glaube, da ist meine Mama nicht alleine. Es wird ganz, ganz vielen Menschen so gehen, dass sie mit den beiden ein bisschen Probleme haben. Aber jetzt ist es so, wir müssen damit leben. Immerhin können wir uns an all die wundervollen Jahrzehnte mit der Queen zurückerinnern.
und haben ganz viele wundervolle Erinnerungen daran. Und in diesen Erinnerungen werden wir dann eben noch ein bisschen schwelgen. Also es wird auf jeden Fall ein Video ausführlich über ihre Krönung nochmal geben, das weiß ich schon ganz genau. Und auch noch über ein paar andere Schmuckstücke. Also ja, schaut vorbei. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in ja, anderthalb Wochen wieder. Genau. Dann bis dahin. Adios. Mit Adios. Tschüss. Tschüss.